Max? Hallo? Max? Ja? Ich höre? Ja? Revi, kannst du mich hören? Ich höre dich, Max. Ich bin gemutet. Sag doch was. Geil, natürlich höre ich dich. So, Max, holen wir dir heute einen Osmerald? Wir... Hallo? Ich würde dir sehr gerne heute einen Osmerald holen, Max. Ich will mich OP machen, Digga. Ich will mein Game upsteppen. Mach dich krass! Ja, aber erstmal Osmerald. Die sind zu selten. Ah, wir finden dir eins im Dschungel. Okay? Eigenes Osmerald? Ja. Das heißt anders. Nee, wie heißt es? Wie heißt denn das? Ich habe mir eine Eselsbrücke gemacht. Ja. Das heißt wie der League of Legends Pro. Aber meine Eselsbrücke funktioniert nicht. Weil ich weiß nicht mehr, wie der Pro heißt. Ocelot. Der Ocelot? Oder würdest du sagen, es ist der Ocean Lord? Kannst du entscheiden? Nein, das ist nicht. Das Romatra, ist nicht, bitte. Okay, so kann man es sich auch merken. Danke für noch eine Eselsbrücke. Ich wollte dir sagen, dass wir haben ja Osmerald beerdigt gehabt. Ja. Trollmess hat ihn wieder ausgebuddelt. Nein. Sein Grab wurde 10 Minuten nachdem du gegangen bist, nochmal von einem Creeper in die Luft gejagt. Nein, das ist Grabschändung. Ja, die Alter, konnten es nicht lassen. Das ist Grabschändung. Alter, wie geil. Geil! aber das war kein Osmerald, das war eine normale Katze. Junge, Max, wenn du ein Osmerald zähmst, dann ist es immer eine Katze. Echt jetzt? Ja, es wird dann zur Katze. Ich habe auch heute ein Video hochgeladen, wo jeder Block Trimax ist in Minecraft. Das ist ein starkes Video. Alter, was? Ja. Wieso mache ich das denn nicht? Ja. Und nächstes kommt dann das Texture Pack, wo jeder Block Monte ist und dann kann ich meinen Kanal löchern, Alter. Dann bin ich durch, dann habe ich YouTube durchgespielt. Wo wärst du denn jetzt lieber? Wärst du lieber in Minecraft oder lieber zu Hause? Sag's ehrlich. Zu Hause. Minecraft ist total gefährlich. Mit den ganzen Explosionscreepern, hä? Richtig. Ja. Villager Farm heute. Richtig. Ist angesagt? Genau, ich würde gerne einen Mending Villager ranzüchten. Okay. Mending Villager? Ich bin raus. Kannst du das nochmal sagen? Nein, das war völlig falsch. Ich hab einfach so mein Gehirn freien Lauf lassen. Ein Mending. Keine Ahnung, das musst du erst wiederholen. Ein Mending Villager. Ja, okay, dann nehmen wir das. Eisengolems Farm von Spark. Nee, pass auf, ich würde gerne erstmal. Mein Husten. Fixen, Alter. Uiuiui. Erstmal verzaubern wir unseren zurückgebliebenen Mitspieler. Trimax kriegt heute erstmal eine OP-Rüstung. Das ist Part 1. Dann kriegt Trimax erstmal die OP-Rüstung. Ich habe mehrere Sachen vor. Ich möchte mir eine eigene Bibliothek bauen. Warum willst du immer alles selber haben, Alter? Wir haben doch alles schon. Damit ich mir auch so selber Sachen boosten kann, sag ich mal. Boosten. Ich will mir einen Bogenschützen boosten, weißt du? Nee, weiß ich nicht. Ui, es geht schon wieder los. Alter, was ist denn jetzt schon wieder das Problem? Wo bist du? Ich wurde schon wieder attacked, direkt in meiner Zuckerrohrfarm. Ich setze mich gleich an eine Skelettfarm, aber erstmal mache ich dir gleich eine OP-Rüstung, Junge. Also eine Diamantrüstung, full dir. Weiß ich nicht, ob das so clever ist. Lass das lieber lassen. Warum nicht, Alter? Es hilft dir weil doch. Weil ich einfach sterbe und dann ist sie in der Lava und dann ist es weg und dann ärgere ich mich ganz doll. So habe ich nichts zu verlieren. Weißt du? Also ich möchte auf jeden Fall mit euch den Ender Dragon besiegen. Wir müssen uns alle richtig OP machen. Wir müssen ja, deswegen mache ich mich richtig OP, weil ich mir eine eigene Bibliothek baue. Nein, wir haben Romatra. Pass auf. Romatra? Ja, okay, dann nicht. Habt ihr einen Diamond Short? Das würde ich zum Beispiel mir verzaubern lassen. Ja, pass auf. Ich gehe ganz kurz in den Nether und farm noch kurz ein paar XP. Dann mache ich dir ein Diamond Sword, okay? Oh mein Gott, hier ist ein Explosionscreeper direkt bei uns dabei. Ist am Strand. Er ist am Leuchtturm. Ja, Max, dann klatsch ihn weg, Alter. Wenn er explodiert, raste ich aus. Thomas, komm mal bitte schnell. Creeper ist direkt an unserem Leuchtturm dran. Wo ist der Max? Max ist euch im Leuchtturm. Du bist so ein Bot, Alter. Du bist der größte Bot in diesem Spiel. Ist er im Leuchtturm drinne? Er war direkt hier. Guck mal, Stream. Ich glaube, er ist ins Nether gegangen. Als ob. Der ist im Portal. Oh, lol, ich habe ihn. Er ist in Nether, er ist bei mir, ja. Er steht im Nether. Ich bin jetzt da. Romatra, er ist wieder zurück! Wo? Was? Er ist wieder. Wo ist er? Hä? Da ist er, links hinter euch! Uiuiui, ich hab mich ganz doll erschrocken, als ich ihn gesehen habe. Junge. Ja, ich bräuchte auch so einen Bogen, Digga. Wieso habt ihr. Ihr sagt so, der ist easy zu kleppen. Möchtest du einen Bogen oder ein Schwert auf Level 30 haben, Max? Oh, einen Bogen. Aber auch einen Unendlichkeitsbogen. Ja, Digga, das kann ich dir nicht versprechen. Okay. Ich üb mal ganz kurz. Was? Den Creeper natürlich explodieren. Er ist explodiert. Ja! Das ist so geil, Alter. Ja! Das ist so schön. Ja! Okay. Du hast einfach echt einen Unbreaking-Bogen bekommen, du Arsch. Oh, Infinity ist geil, oder? Infinity ist, dass du nur einen Pfeil brauchst. Mhm. Für immer. So, Max, wenn jetzt hier noch irgendwo ein Creeper explodiert, ne? Max, sag nochmal ganz kurz, wie heißen die großen Schwarzen im Nether? Enderman. Richtig? Nein, ist nicht richtig. Warum ist es kein Netherman? Im Nether ist ein Man. Nee. Das sind so Quotes, Alter, die wirst du nicht mehr los, Junge. Junge, ich bin's. Du bist wirklich innerhalb von wenigen Sekunden bist du zu einer Minecraft-Legende aufgestiegen. Ohne dass du es wolltest.
Weil ich der Einzige bin von allen Leuten, die nie Minecraft gespielt haben und das Game nicht kann. Ja. Nein, aber weil du dir auch, also ja, auch solche Sachen wie Netherman und Explosionscreeper, die vergisst man eigentlich. Ja, das hat mir jeder gesagt, ich hab das nicht gecheckt. Ich hab es nicht gecheckt. Wir waren beim Foto-Fan-Treffen, Fan-Meeting-Greet. Beim Fototreffen. Und alle haben so einen Spruch gemacht, jeder Zweite sagt Mono the Trimax hier. Und jeder Zehnte hat gesagt, Vorsicht, Explosionscreeper. Oder einfach nur Explosionscreeper. Ich denk so, Digga, was wollen die von mir? Und dann habe ich sie erst gecheckt, dass es das nicht gibt. Wie heißt denn der normale Zombie? Also nicht nur Creeper. Wie heißt der normale Zombie, Explosionscreeper? Sag mal, seid ihr beide eigentlich geistig behindert? Der normale Zombie ist ein Zombie, Alter. Jungs, das ist doch nicht real hier gerade. Ich muss mich konzentrieren. Und ich liebe es, Max, ich liebe es, dass du das Spiel spielst wie Fortnite, dass du immer Calls gibst. Am Arsch. Digga. Dass du immer sagst, wer detekt? Ich habe mir verschiedene Videos reingezogen. Können wir so eine Schnellautobahn irgendwie machen, wo man richtig lang pace, dass man ganz schnell von A nach B kommt? Ja, pass auf, wenn wir später Eis finden, dann können wir... Ja, das wollte ich machen! Oh mein Gott, das würde ich super gerne machen! Ja, lass uns mal eine machen, weil ich baue jetzt nochmal eine Skelettfarm als XP-Farm. Okay, ich finde Eis, okay? Hast du schon deine Silk Appeal Touch? Wie heißt es richtig? Silk Appeal. Wie heißt es richtig? Deine. Jeder weiß doch, was gemeint ist. Ich hab's in meinem Kopf. Deine Silk-Pickaxe, Alter. Deine Silk-Peel-Touch. Junge, geil. Wie heißt es richtig? Silk-Touch-Pickaxe. Silk-Touch-Pickaxe. Du hast alles komplett verkackt, Junge. Die Silk-Peel-Touch. So, wo ist denn jetzt nochmal hier, Leute? Das, der Skelett-Spawner. So, was macht ihr denn hier, Alter? Wieso habt ihr denn einen Keller? Also Achtung. Hier, Leute? Wo war denn das? Kann ich auch eine Iron Pickaxe verzaubern? Ja, du klar. Kannst egal was verzaubern mit Silk Appeal. Ich habe nur 27 Leben. Level. Reicht das? Ja, 30 ist schon wahrscheinlicher, dass du da was findest, aber... Komme ich denn jetzt ganz schnell Level 30? Kann ich in den Nether und gegen Schweine kämpfen? Ganz dumme Idee, Max. Ganz dumme Idee, Alter. Sicher? Ach, hier ist das. Ah, okay, nice, gut. Max, was würdest du mir für eine Silk-Touch-Pickaxe geben? Was ist sie dir wert? Also erstmal mein Host von heute. Ehre. Moment. Okay, komm her, das reicht mir. Alter, hast du krass. Sie echt? Ich habe sie gefunden, ja, ich habe sie gefunden. Ich habe sie gefunden. Ganz schön gierig, Romatra. Darf ich jetzt noch einmal ganz kurz versuchen, Schweine anzugreifen? Ja, wenn du sterben willst, Alter. Aber wenn ich auf einer Anhöhung bin, dann könnt ihr doch nichts gegen mich machen, oder? Ja, das klingt erstmal plausibel, aber ich weiß halt nicht, wie dein Terrain um dich herum aussieht, Alter. Deshalb. Ach, die könnten von oben und so kommen? Ja, klar, die können von allen Seiten kommen. Also tendenziell dürfen wir nicht unterschätzen, dass es gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass du stirbst. Hat nicht funktioniert, ja. Ich komm wieder. Was? Bist du zu sehr on attack oder wie? Nee, ich hab daneben geschossen. Kein Zeichen. Besser ist es, Alter. Lass es lieber sein, Junge. Das ist eine Iron Axe. Ja, und die hat Silk Appeal. Silk Appeal, Alter. Das heißt Silk Touch, Junge. Silk Appeal. Das ist das Appeal, was ihr meint. Pass halt auf, dass du sie nicht kaputt machst. Mach ich nicht. Wirklich, ich benutze sie nie. Bevor du sie kaputt machst, reparier sie. Alter, dann. Also die Expedition startet. Ich verabschiede mich jetzt. Nee, du bleib mal bei uns hier. Du willst jetzt nicht gehen einfach, oder? Also, du gehst jetzt aus dem Voice-Chat raus, oder was? Ich suche jetzt Schneegebiete und hole uns richtig viel Schnee und baue uns eine Autobahn. Und an die Autobahn baue ich eine riesige XP-Farm. Dann grade ich meine ganzen Stuff ab, weil ich so viel XP habe. Und dann besiege ich alles in dem Game. Fertig. Alles. Mehr Sinn? Chat, welche Höhe braucht's denn, damit Skelette bis auf ein Herz runterklatschen? Sind 21 confirmed? 21 Blöcke? 25 dann ist safe, ja, aber 25 sind vielleicht sogar schon tot, Junge. Ich hab was Neues gefunden. Was hast du Neues gefunden? Kakaobohnen? Was ist? Nee, ist gut, ist wichtig. Können wir Kekse draus machen. Aber sonst können daraus keine Pflanzen machen, ne? Aus Bohnen keine Pflanzen? Nee, aus Bohnen keine Pflanzen. Das hat Oma schon damals gesagt. Aus Bohnen keine Pflanzen. Wollen wir den im Dschungel? Ich muss dir unbedingt einen Osmerald holen, okay? Ich bin gerade im Dschungel, aber ich will kein Osmerald leider. Doch, du brauchst einen Osmerald. Wofür denn? Nur damit du ihn töten kannst. Nee, für meinen Videotitel. Da wirst du halt eine Bindung aufbauen. Das sehe ich. Ja, lässt mich ja, über eine Bindung halt mit ihm aufbauen und tötest ihn dann. Nein, sowas mache ich doch nicht, Alter. Du schlachtest den so unnormal ab. Nein, Junge, ich bin doch kein Assi. Doch, und dann tust du Katzenknochen vor meinem Bett und sowas. Geht das? Nein, aber es wäre actually quite funny. Berg, du brauchst einen Osmerald. Creeper haben Angst, Explosionscreeper haben Angst vor Katzen. Wie kann es denn sein, dass mein dass meine Katze durch einen Creeper gestorben ist? Ja, die hat auch ein Leben gehabt bei dir, die hatte keinen Bock mehr. Trimax sucht im Dschungel nach Eis. Max, guck mal, wenn du dir so einen Dschungel anguckst, ja? Ich will raus, ich wollte hinter den Dschungel, ich wollte was entdecken, was wir noch keiner von uns bisher gesehen hat. Was glaubst du denn, was ein Dschungel für... Ich finde jetzt ein ganz seltenes Terrare. Terrare. Gamescom hat dir richtig zugesetzt, Alter, ich merk's. Oh mein Gott, ich hab ihn. Was denn? Wie heißt er nochmal? Osmerald? Ja, ich hab ihn. Wie kann ich ihn locken? Mit Brot?
Was ist der? Ein Fisch, Alter. Eine Katze. Fisch? Ich hab nur Kuchen. Wieso hast du Kuchen im Inventar, Junge? Wann hast du Kuchen gemacht? Hab ich gemacht. Du wolltest doch sagen. Oh, hier ist schon eine Dschungelkuh. Das ist hier schon mal ein gutes Zeichen. Max, wenn du eine Katze hast, kann die Richard heißen? Ja. Okay, nice. Hast du Eis gefunden tatsächlich? Ja, ja. Okay, das ist krass. Soll ich dir mal sagen, wie viel Eis wir brauchen, Max? Ja, richtig viel, ne? Wir brauchen um die, no joke, also zu der Skelettfarm, wo wir hinwollen, ne, die ich gerade baue. Also lass mir nicht lügen, ein Inventar voller Eisblöcke. Wenigstens. Kein Joke. Aber es spart uns so viel Zeit, Alter. Wir bauen einen richtigen Superhighway, Junge. Wir bauen einen Superhighway, Max, und du wirst richtig Spaß haben. Du wirst richtig kichern und lachen, wenn du darüber fährst, Junge. Ja, dann brauche ich noch mehr von der Axt. Romatra macht dir eine. Ja, ich mach dir noch eine. Keine Sorge. Baust du gerade einen Iceberg ab, Max? Ja. Geil. Würdest du sagen, das ist komplett iced out? Sieht man das? Ist das irgendwie ein Meme? Würdest du sagen, dass man das sieht, dass es iced out ist oder nicht? Ob man das sieht? Ja, sieht man das? Ich weiß nicht, ob man das sieht. Sieht man das oder sieht man das nicht? Ist ja die Frage. Ja, sieht man das? Ja, ich versteh's nicht. Wenn dir jemand so ein Armband zeigt, das ist iced out, ja? Und ich frag, sieht man das? Was sagst du? Ja, klar. Sieht man das? Ja, gut, ist doch geil. Dann hat's doch den Zweck erfüllt. Wenn man es doch sieht, ist doch nice, oder? Ja. Kannst du es ein bisschen beschreiben? Ja, ist ein YouTuber. Justin heißt der. Ja. Der hat früher auch viel Minecraft gespielt. Ach, ist mittler- ja, ja, ist jetzt erwachsen und macht jetzt Fashion-Content. Geil. Fashion. Alter, krass. Interessant. Würdest du auch mal gerne Umstyling machen? Nee, du. Ich feier das. Ich habe einfach gar kein Stil. Das ist auch schon wieder ein Stil, oder? Du hast schon so. Doch, du hast einfach so ein Trimax-Stil hast du. Und das ist schön, dass es den gibt. Ja, okay. Das ist was ganz Eigenes halt, weißt du? Mhm. Eigentlich hätten wir das in Köln drehen müssen, wo du hier warst. Ein Umstyling mit dir. Alter, never. Halt's Maul. Tja, ich hätte dir alle Klamotten bezahlt, ne? Ich hasse meinen Chat, Mann. Die sagen alle, nimm nicht die Axt. Man baut mit der Axt kein Eis ab. Nimm die Pickaxe. Nimm meine Iron Pickaxe, hau aufs Eis, ist das Eis weg und kaputt. Also die lachen darüber, wie lost ich bin, aber sind selber noch viel loster. Mhm. Würdest du gerne mal Community tauschen einen Tag lang? Community tauschen mit wem? Ja, mit Monte. Mit Monte Community tauschen? Ja. Nee. Warum? Alle Communities sind sauer. Max, warte mal, stopp. Hast du da zwei Sorten von Eis? Packed Eis habe ich. Ja, geil. Packed Eis ist noch besser. Packed Eis ist das Beste. Max, da hast du ausnahmsweise einfach mal was richtig gemacht. Einfach einsacken, die Digga, Packed Eis ist in der Transportation noch schneller als normales Eis. Ja? Damit bauen wir einen Superhighway. Was mit Blue Eis? Ich dachte mir vorher, wie man gesagt hat. Blue Eis ist das Schnellste. Blue Eis ist das Schnellste. Ich glaube, es ist normales Eis, Packed Eis. Okay. Dann kommt das Blue Eis hier. Krass. Max, Alter. Maschine. Hätte ich nicht gedacht, bin ich ehrlich. Jetzt startet ja demnächst auch noch, das kann ich jetzt auch mal sagen, ja noch ein Projekt in Minecraft, nebst diesem Projekt hier, wo es um Fractions geht, Max. So ein bisschen PvP, ein bisschen Handel treiben untereinander in Minecraft. Hast du doch sowas Bock? Handel treiben, Farmen aufbauen, miteinander, untereinander, Bündnisse, Krieg, all sowas, weißt du? Mit verschiedenen YouTubern. So wie Hunger Games vielleicht, wo man so sagt, yo, wir sind Verbündete und dann rammt man ihn von hinten ins Messer in den Rücken. Genau, ja. Sowas. Und frisst ihn auf oder so. Du kannst ihn auch auffressen in Minecraft, Alter. Machen wir es so. So, die fallen dann hier rein. Also meine Skelettfarm ist gleich, glaube ich, sogar schon fertig tatsächlich. Geht relativ schnell. Ach, laber keinen. Du meinst, es dauert Tage. Nee, ich bin da super effizient. Ist auch ein Oldschool-Design, Alter. Hast du Deathstrider-Boots, ja? Was bringt nochmal Deathstrider? Level durch ein Drittel der Höhe von Deathstrider, Geschwindigkeit an Wasser verlierst du nicht. Boom. Hat überhaupt keine Ahnung, Sinn gemacht. Ja, hat weiß gar wirklich nicht, was du mir sagen willst, Alter. Merkwürdig, was du da schon wieder am Talken bist. Das war wirklich weird, Romatra, ehrlich. Das nächste Mal, wenn du redest, halt bitte das Maul, ja? Ich hab mir auf der Gamescom die Gitarre gekauft. Hast du nicht. Doch, gegen Chef Strobel, wer in 4 Wochen besser Gitarre lernen kann. Junge Max, du bist der... Geil, du hörst nicht mal Musik. Ich hab noch nie in meinem Leben irgendwas mit Musik zu tun gehabt. Ja, was soll denn daraus werden? Ja, ist doch lustig, wenn einfach jemand, der so unmusik... Ich höre noch nicht mal Musik, ich kenne auch keinen Song. Jemand, der nie was mit Musik zu tun hatte. Wie kann man nicht ein Lied kennen? Einmal Gitarre spielt, wie random ist das? Und was habt ihr nochmal gewettet? Um die Gitarre des anderen. Ist das so... Der andere verliert quasi sein Recht, jeweils wieder zu musizieren, oder was? Richtig. Geil. Wie mache ich das denn am besten, dass die jetzt auch... Hier soll ja der Aufzug dann hin. Also hier müsste ja eigentlich dann... Soulblock einen tiefer. Noch einen, oder wie meint ihr hier so? Das macht ja trotzdem nicht den Blubberblaseneffekt, den ich hier will, ne? Wisst ihr, was ich meine? Die Axt ist komplett zerstört, leider. Die war es kaputt jetzt. What the f***? Du hast...
Du hast sie komplett kaputt gemacht, Max. Ich habe gesagt, ich brauche lieber eine Pickaxe. Das ist mit so einer Axt. Ja, das aber müssen dann Quellen sein. Ja, guck mal, wenn ich das so hab. Ja, ich kann dir nicht noch eine machen. Ich habe gesagt, bring die wieder zurück und ich repariere sie dir und du machst sie kaputt. Statement, Max? Ja, Digga, weiß ich ja nicht. Ich hätte auch irgendwas sagen müssen. Ich sag, ich bin im Recht. Ich brauche eine Pickaxe. Du hast so eine Axt gemacht. Ja, du bist so. Ich hab sie dir nicht gemacht, Max. Ich mach einfach den Aufzug hier hin, Leute. So. Das wird dann auch armlos. Wenn ich jetzt hier einen Source-Block draus mache. Dann funktioniert das doch. Guck mal, dann fallen die hier rein und werden dann nach oben getrieben. Sehr schön. Gut. Klingst ein bisschen angelostet, ne, Riri? Ich? Nee. Ich bin gerade dabei, hier was ganz Wichtiges zu machen. Ein bisschen Forschung, tatsächlich. Spione haben ja schon gezwitschert, dass du die Axt nicht kaputt gemacht hast. Ja, sie ist nicht kaputt. Aber kann sie? Sie geht erst kaputt, wenn sie komplett auf Null ist, ne? Ja, genau. Aber leg's nicht drauf an. Ja, jetzt läuft das doch. 18, 19, 20, 21. Ja, jetzt muss man eigentlich nur noch hier die Dropstation hinmachen, dass die 21 Blöcke tief fallen. Da würde ich fast schon sagen, machen wir es direkt hier hin.